Willkommen zurück zu Edna bricht aus mit meiner 13. Folge. Wir haben das letzte Mal König Adrian geheilt. Das Problem ist, wir bekommen seine Goldmedaille trotzdem nicht, weil wir selbst noch nicht allwissend sind. Allerdings, bevor wir uns die Elektroschocktherapie geben, werden wir jetzt mal zu Almilio gehen, weil wir haben jetzt endlich auch, das war auch das letzte Mal, einen Löffel organisiert. Ah, das haben wir schon aufgemacht. Sehr gut. Löffel. Reden wir mit dem Almo? Lock. Bist du noch da unten? Na, oh, was gibt es? Ja, so cool. Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harte Tonerde gestoßen. Tonerde wollen Ohne wir. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, Doch, oder? Doch, hab ich. Viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst ihm den Löffel finden. So geben. Nicht reden, sondern den Löffel geben. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Mhm. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Jetzt müsste es hier dann Dreck geben, wenn wir nochmal runtergehen. Es gibt Dreck. Nehmen wir einen Erdhaufen. Erdhaufen mit Harvey. Lecker! Tonerde! Okay, das ist gruselig. Vielleicht brauchen wir noch was davon. Wahrscheinlich schon. Die Erde ist zu trocken für einen Schlüsselabdruck. Ah, guter Hinweis. Wir müssen die Erde feucht machen. Wozu? Damit die Tonerde keine Falten wirft? Kein Freizeichen. Vielleicht arbeitet das Telefon nicht mit Ton, sondern mit Impuls. Verflucht. Und ich habe meinen Impuls in der anderen Hose. Oh. Was ist denn das? Mein Gott, ich kann schneiden, so oft ich will. Diese Tonerde ist unzerstörbar. Oh nein. Vielleicht Senf mit Tonerde. Lecker. Dreck mit Senf. Irgendwie bekomme ich Lust auf Hamburger. Noch bröseliger kann ich die Tonerde nun wirklich nicht klopfen. Okay, das heißt, wir müssen sie mal feucht machen. Wenn wir irgendwo ein Klo, ein Bad oder sonst was finden, kommt die Tonerde dort rein. Ich frage mich, ob Gott Topflappen benutzte, als er den Menschen aus Tonerde schuf. Bei Dr. Marcel bestimmt. Wäre ich Gott, würde ich mir die Hände nicht schmutzig machen wollen. Gutes Argument. Na gut, wir haben Tonerde. Wir wollen einen Elektroschock. Immerhin war das unsere Aufgabe, einen Elektroschock zu kriegen, damit wir Adrian bekämpfen können. Warte mal, da haben wir Wasser. Können wir die Tonerde da dreckig machen? Nass machen? Matsch? Yay! Wir haben Matsch! Hey!
Damit kriege ich einen prima Schlüsselabdruck hin. Das müsste sich doch irgendwie einsetzen lassen. Ja, finde ich auch. Bevor ich das Zeug backe, sollte ich es formen. Es hat doch schon eine Form. Du hast eine Form. Okay, auch das war ein guter Hinweis eigentlich. Jetzt habe ich den Abdruck eines Strohhalms. Yay. Na toll. Harvey, was sagst du zum Harveys markantes Profil würde eine gute Skulptur abgeben. Mhm. In einer ruhigen Minute werde ich ihm ein Ebenbild kneten. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Und schließlich wird eine Armee von Harveys über die Erde wandeln. Okay. Allerdings sind ruhige Minuten selten, wenn Harvey in der Nähe ist. Sehr gut. Wo ging's da? Achso, da geht's zur Gruppentherapie. Die wollen wir nicht. Wir wollen zur Elektroschocktherapie. Die ist viel cooler als die Gruppentherapie. Huch. Edna ist weg. Juppie. Elektroschock. Ah, Edna. Endlich. Dann kann's ja losgehen. Okay. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl da drüben. Das ist jetzt nicht so die letzte Chance für einen Rückzieher. Ich glaube, wir lassen es lieber bleiben. Ich will es lieber auf später verschieben. Ich habe eigentlich noch einen wichtigen Termin. Ich kann es einfach nicht. Okay. Wir verschieben es lieber auf später. Zu spät. Oh Gott. Auch Harvey hat ein Skelett. Na, das war ja was. Kannst du jetzt sagen, vorhersagen? Ist da schon mal noch da? Hallo Alu, alte Rinde. Oh, hallo Edna. Glaubst du, es hat funktioniert? Glaubst du, ich kann jetzt hell sehen? Probieren wir es doch aus. An was denke ich gerade? Du denkst an ein Parallelogramm? Du denkst an eine Zuckerrohrplantage, du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde, du denkst an die Worte Halodri und Kutscher, du denkst an deine erste Zahnspange, du denkst an Bodenfrost, du denkst an den Indianer aus Moby Dick. Was nehmen wir? Die Europäische Raumfahrtbehörde natürlich. Du denkst an die Europäische Raumfahrtbehörde. Ja, fast, das ist nah genug dran. Das ist super. Das ist nah genug dran. Dafür haben wir uns putzen lassen, dass wir nah genug dran sind. Okay. Zeigen wir ihm den Matsch. Hast du Verwendung für einen Klumpen Dreck? Es gibt viele Arten, mit einem Klumpen Dreck umzugehen. Man sollte dabei immer bedenken, auch die Erde ist nur ein sehr großer Klumpen Dreck. Okay. Gut, kann ich akzeptieren. Lasst uns gehen. So, jetzt gehen wir nochmal eins weiter rauf und schauen zu Blase. Den müssen wir jetzt noch aufs Klo kriegen irgendwie. Ja, wir haben irgendwas falsch gemacht. Sehe ich gerade. Hey, wir haben noch Dr. Marcel draufgeschrieben. Die Zickzackschere. So.
So, warte mal. Was müssen wir da noch machen? Ah, das ist es, was ich ändern muss. Dieses Video ist die letzte Chance, nachzuschreiben, mir zu schreiben, was ihr... Gute Idee. Ich nehme einen Abdruck vom Schlüssel. Hey, Finger weg. Okay. Mist. So komme ich nicht nah genug ran, ohne dass er mich sieht. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Brauchst du ein unterschriebenes Therapieformular? Wenn du noch lange nervst, dann ja. Er hat genug getrunken. Ja, aber vielleicht sollte er noch mehr trinken, damit er dann aufs Klo gehen muss, endlich. Auf nicht jeden Topf passt ein Deckel. Es ist für dich. Hallo? Hallo? Jetzt bald. Polizei, geben Sie sofort den Generalschlüssel raus. Nerv nicht! Nee, okay, gut. So nicht. Ich weiß, was wir tun müssen, damit wir ihn dort wegkriegen. Dazu müssen wir wieder zurück zu den Irren. Was war das jetzt? Dieses Zimmer hier. Und die Bar. Und zurück. Und nochmal. Hey! Ja, ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Das machen wir jetzt schneller. Was sagen wir dieses Mal? Ich bin gar nicht da. Du hast mich gar nicht gesehen. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn du kommst jedes Mal. Was noch? Du hast eine Sondergenehmigung. Du bist nur zu Besuch. Oder nein, warte. Du bist der Neue, richtig? Richtig? Ich habe es so... Alarm! Was gibt's? Na, was wohl? Wo sind denn die anderen? Müsstest du das nicht wissen? Ja, ich bekomme ja, die. Aber ja. Offensichtlich steht ja die... Ja. Es ist nur... Ich hatte noch nie einen Flüchtling. Doch. Zweimal hast du mich schon raufgebracht. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Nein, so verkehrt ist das definitiv nicht. So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Okay. Und der Alumann ist weg. Das hab ich wohl vermasselt. Ärgerlich. Aber. Hallo? Wo gehst du hin? Kommst du wieder her? Da will ich her. Und Licht aus. Hier können wir noch ein paar Sachen bekritzeln. Die Schere. Wow, wir sind so brutal. Wir sind so gemein. Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Echt jetzt? Nein, danke. Ich telefoniere lieber im Stehen. Echt? Schade. Nein, danke. Ich telefoniere lieber im Stehen. Ha. Nimm das, Topfpflanze. Hey, das ist ja hübsch. Ist das ekelig. Das da auch? Das ist ja widerlich.
Brauchst du meine Topflappen? Topflappen sind für Sissy-Wissenschaftler. Wenn du dir nicht die Finger verbrennen willst, wirst du am besten Eisfische und trägst trotzdem noch dicke Handschuhe. Wir Wissenschaftler spielen mit dem Feuer. Okay. Wir sind damn hot fresh out of hell, baby. Okay, das war gar nicht einmal so dumm. Hände hoch, Polizei! Kommen Sie sofort hinter dem Sessel hervor! Holt mich, Doc! Aber meine geheime Formel werdet ihr nie bekommen. Das ist genial. Möchte der Herr was bestellen? Yes. Ich hätte gerne etwas Dino DNS. Die steht nicht auf der Karte. Die habe ich ihm aber schon gegeben. Amerika stand auch auf keine Karte. Columbus ist trotzdem losgesegelt. Möchtest du für mich zur Therapie gehen? Heute nicht. Aber normalerweise würde das gehen? Absolut, yes. Ich war schon zweimal für meinen Freund, den Bienenmann, in die Therapie. Man erfährt die tollsten Sachen. Vorausgesetzt natürlich, man kennt die Krankengeschichte. Hey, das ist eigentlich auch eine gute Information. Verdammt, man hätte viel mehr mit Brauchst den Leuten reden Messer? Müssen. Was misst es denn? Etwa 18 cm. Schade, das ist leider zu kurz. Das war ein Wortwitz. Ist ja unglaublich. Brauchst du diese Gabel? Ist es eine von diesen hochfrequenten Ultraschall-Stimmgabeln? Nein. Ja, genau so eine ist es. Verdammt, so eine habe ich schon. Was machst du mit dem Topf? Möchtest du einen Topf? Bist du etwa wieder ein neuer Pfleger? Ich dachte, ich bekomme keinen Topf mehr. Dabei konnte ich diesmal wirklich nichts für mein kleines Malheur. Okay. Hallo? Für dich. Ist es meine Frau? Sag ihr, es war alles nur eine dumme Missverständnis. Ich wusste nicht, dass es eine Strip-Local war. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Möchtest du diesen Strohhalm haben? No thanks, ich trinke nicht. Du kannst damit meinetwegen ja auch Leitungswasser trinken. Hörst du nicht zu? Ich sagte, ich trinke nicht. Auch kein Leitungswasser. Okay. Denkst du etwa, diese schrumpelige Professorin kommt von alleine? Okay. Die sind alle Nicht-Esser und Trinker hier. Der Bienenmann hat irgendwas gegessen. Ah ja, Peter und Petra vielleicht. Weißt du zufällig, was das hier für ein Schlüssel ist? Darf ich ihn mal sehen? Schade. Es ist nicht der Schlüssel zur Weisheit und Ruhm. Oh, schade. Wo habe ich den noch wieder hingelegt? Ich suche ihn schon seit Wochen. Brauchst du etwas feuchten Ton? Wozu? To play God? Ha, für die Dinge, die ich erschaffe, brauche ich keinen Ton. Ich brauche nichts weiter als meinen Verstand. Okay. Und ein Elektronenmikroskop. Ach ja, und eine Zentrifuge. Und eine Distillerie. Und Internetanschluss wäre auch nicht verkehrt. Super. So. Jetzt habe ich das Licht abgedreht, oder? Habe ich das Licht abgedreht? Ja, habe ich. Ist so cool. Na, Juppie Jupsen sagt gar nichts mehr. Der ist total neben sich. So, und jetzt machen wir etwas ganz Lustiges. Wir könnten dem Bienenmann unseren Dreck zeigen. Was sagst du zu dem Dreck? Möchtest du etwas Ton haben? Wo hast du denn den noch aufgetrieben? Versteck den lieber. Sonst verwandelt er sich ratzfatz in einen hässlichen Aschenbecher. Das klingt nach einem bösen Fluch. Es ist auch einer. Sie nennen ihn Beschäftigungstherapie. Beschäftigungstherapie, das ist nicht schlecht. Hier müssen wir noch das Licht aufdrehen. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck?
Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr selber draufgekommen seid. Also ich bin nicht selber draufgekommen. Ich habe den Walkthrough gebraucht. Ich wäre nie draufgekommen. Selbst mit, wir sind aus dem Nichts gekommen, das war ein Fehler im Programm. Mit dem Hinweis von Harvey, wenn man Harvey nämlich mit den Monitoren zusammenliest, sagt er, er kann hier etwas lesen. Es schaut beinahe so aus, als wären es Buchstaben. Aber dass man daraus ein W und ein C machen muss mit den aufgedrehten Lichtern, das fand ich schon sehr skurril. Ich frage mich gerade, ob es auch funktioniert hätte, wenn man es umgekehrt gemacht hätte, wenn die anderen geleuchtet und die dunkel gewesen wären. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben Blase jetzt im Klo, dort wo wir ihn haben wollen. Denn dort ist er abgelenkt und dort können wir wahrscheinlich, hoffentlich, den Schlüssel uns machen. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt König Adrian zu besiegen. Aber all das werden wir erst das nächste Mal machen. Für heute mache ich Schluss. Ich bin nämlich müde. Ich gehe ins Bett. Und euch wünsche ich eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.